ich möchte den Tino heute zum allerersten Mal freispringen lassen. Ich werde gemeinsam mit Siegelhorst etwas auf die Beine stellen. Bibi, wieso rennt er frei? Ist auch hier für den Artus das erste Mal in einen Meter aufgebaut. Entschuldigung, Mücke. Nur leider ist seinen Arm halt wieder schlechter geworden. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Startet hier mal aus dem Auto, denn die Kathi und ich waren heute Vormittag schon fleißig. Wir haben nicht nur Pakete abgegeben, sondern wir waren auch bei Hornbach. Das ganze Auto ist voll gestopft hier mit Holz. Hier hinten waren wir dann noch bei IKEA und haben nämlich Kleiderständer besorgt. Und wer sich jetzt fragt, was wir mit dem Zeug gleich alles machen, das haben wir besorgt, damit wir unseren Pinsel Products Messestand bauen können. Es ist nämlich Ende Mai soweit. Wir werden die allererste Messe machen, und zwar die Pferdwels. Und dafür läuft gerade alles auf Hochtouren, die Messeplanung da irgendwie voranzubekommen. Jetzt bin ich auf alle Fälle gerade im Stall angekommen und freue mich jetzt auf ganz viel Ponyzeit. Und wir haben heute was Cooles vor, denn ich möchte den Tino heute zum allerersten Mal freispringen lassen. Ich bin so gespannt, wie er das macht. Er ist ja eigentlich so ein kleiner Stangenchaot, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, kann da schon ein bisschen Potenzial da sein. Ey, also wir schauen uns das heute einfach mal an, wie es wird. Kann sein, dass es komplett im Chaos endet und er einfach mal über alle Stangen drüber fällt. Wir haben halt noch was Cooles am Plan, und zwar Fotos machen. So wie gefühlt fast jeden Schalltag irgendwie. Aber wir müssen heute ein sehr, sehr wichtiges Foto machen. Denn, ich steige jetzt hier mal aus dem Auto aus. Denn wir bekommen heute noch Besuch von der Katrin von Siegelhorst. Die bringt uns nicht nur wieder Futternachschub. Denn ich werde gemeinsam mit Siegelhorst etwas auf die Beine stellen. Und dafür müssen wir heute auf alle Fälle noch ein sehr, sehr wichtiges Foto machen. Ich habe auch noch Schminkzeug, Glätteisen und so weiter mit, weil ich heute Morgen noch keine Lust hatte, mich für das Fotoshooting fertig herzurichten. Jetzt werden wir aber mal was essen. Die Kathi holt gerade noch was zu essen. Und dann nehme ich euch heute auf alle Fälle wieder mit durch meinen ganzen Stallalltag. Die Niki kommt dann natürlich nachher auch noch vorbei. Und bitte schaut mal, wie wunderschön dieser Kirschbaum hier gerade bei uns vorm Stall blüht. Das ist so Ende April, Anfang Mai. Ist echt so die schönste Zeit hier, weil dieser Baum, ach, ich liebe den. Und ich hoffe einfach so, dass das Wetter durchhält. Der Wetterbericht meldet nämlich für heute Nachmittag Regen. Und die Niki kommt so gegen 14 Uhr in den Stall. Und dann wollen wir auch direkt das Foto machen. Es war nämlich jetzt wirklich so perfektes Wetter, weil es so leicht ein bisschen bewölkt ist, so, aber die Sonne so leicht ein bisschen durchblinzelt. Regen wäre dann nachher nicht so geil. Und das wäre schon nicht schlecht, wenn wir das heute zusammen bekommen, denn wir hatten schon mal zwei Versuche gestartet. Eigentlich war mal der Plan, dass wir das vor der Equitana sogar schaffen, das alles fertig umzusetzen. Hat natürlich nicht geklappt. Und deshalb wäre es gut, wenn wir heute mal das Foto im Kasten haben, weil das muss ja dann noch alles bearbeitet werden und eingestellt werden. Und bis ich dann euch wirklich letztendlich auch, alles fix und fertig zeigen kann. Da vergehen dann immer noch ein paar Wochen und ich bin selber irgendwie schon so aufgeregt, dass ich das jetzt eigentlich, jetzt echt mal fertig haben möchte. Und für den Pilgrim werde ich jetzt gleich mal Misch zubereiten. Und wie man sieht, da sind wir schon sehr am Limit, mit unserem Futter. Und voila, wir haben wieder reichlich Futternachschub bekommen von Heukops. Dann Mesh haben wir unbedingt auch natürlich wieder nachbestellt. Dann unser Müsli, das wir füttern, das Almglück. Davon gleich zwei Säcke, weil es einfach so schnell leer wird. Dann hier hinten sind noch Luzernerkops und nochmal ein Sack mit Heukops. Und damit sollten wir jetzt für alle drei Pferde wieder ein paar Monate auskommen. Und schaut mal, wie er mir hier schon entgegenkommt. Pieps, erstmal, was ist das schon wieder hier in deinem Gesicht? Und zweitens, bitte schaut euch an, er hat sich richtig einpaniert. Zum Glück nur auf einer Seite, aber das muss ich jetzt unbedingt noch putzen, bevor die Niki kommt und wir die Fotos machen wollen. Dann muss ich jetzt auf alle Fälle gleich noch seine Miene aufmachen. Normalerweise mache ich für Fotos am Vortag immer lieber einen französischen, spanisch, Bauernzopf, keine Ahnung, weil dann fallen die Wellen von der Miene schöner. Dadurch, dass es heute aber sehr spontan ist, muss jetzt das auch reichen. Dann sind es halt kleinere Wellen, aber sieht bestimmt auch ganz schön aus.
Ja. Ich habe mir jetzt gerade meinen Waschkübel geholt und da einen Fetzen reingelegt, weil damit bekommt man jetzt diesen feinen Staub aus dem Fell so richtig gut raus. Mit der Bürste hat man dann nämlich irgendwie keine Chance. Es ist nur wichtig, dass man das Ganze auch schön ausdrückt. Und wenn man jetzt übers Fell geht, zieht es den feinen Staub so richtig schön raus und bringt dann für Fotos den nötigen Glanz. So, der Pilgrim ist fertig geputzt. Ging jetzt eigentlich sogar schneller als gedacht. Und er darf jetzt in der Zwischenzeit einfach hier hinten am Ende vom Reitplatz, das war gerade eine weirde Kameraführung, jetzt einfach noch ein bisschen grasen. Da kann ich ihn einfach hinstellen und ich werde mich in der Zwischenzeit noch fertig herrichten, schminken und Haare machen. Da müsste sich das eigentlich wirklich genau aussehen, dass die Niki kommt. Ich habe schon ein paar Regentropfen gespürt. Bitte drückt die Daumen, dass das Wetter durchhält. Es wäre so ärgerlich. Okay, gut. Wirklich, es wäre so ärgerlich. No, wo marschierst du hin? Wie gesagt, es wäre so ärgerlich, wenn es jetzt zu regnen anfängt. Und ja, wir dann genau jetzt die Fotos nicht machen können. Und ich bin jetzt einmal hergerichtet und die Moni ist auch schon hier. Fotografin. Die Fotografin, die Frau Niki. Und der Pilgrim steht hier irgendwo hinten, der ist richtig gewandert. Den sammle ich jetzt gleich einmal ein und dann können wir auch direkt mit den Fotos starten. Das Wetter hat durchgehalten, man spürt aber immer schon ein paar Regentröpfchen. Und die Niki meinte gerade, als sie hergefahren ist, hat es auch schon geregnet. Also wir müssen jetzt echt Vollgas geben, damit sich das noch ausgeht. Dann mach kurz eine Story Maus. Hallo meine Lieben. Nein. Hi. Na, ich wollte eigentlich sagen, gefühlt sind wir momentan nur am Futten. Ja. Fotos machen, Fotos machen, Fotos machen. Und heute machen wir ein Foto, das wir jetzt gefühlt zum dritten Mal. Das ist auch so. Oder wir machen es jetzt zum dritten Mal. Weil halt einfach immer irgendwas dann doch nicht gepasst hat. Und so I just close my eyes and dream about our kids and mal die ersten Fotos begutachten. Oh, das ist eigentlich auch so. Irgendwie schaut es aus wie eine Autowerbung. Wie eine Autowerbung? Ja. Kaufen Sie jetzt, nicht dieses Auto. Ich brauche es noch. Pferdempfung. Bibi, wieso rennt er frei? Hallo. So, wir haben jetzt hier schon aufgebaut und zwar haben wir hier einmal gleich In and Out, dann liegt hier noch eine Galoppstange dazwischen und noch ein kleines Kreuzchen. Hallo Anni, du Kamerageile, du, huh? Ja, und hier drüben steht noch ein einzelner Sprung, den können wir dann ein bisschen höher bauen. Und, wo ist sie hin? Annie? Die Anni wird jetzt gleich einmal schon starten. Danach kommt dann noch die Mücke dran, der Athos und zum Schluss dann der Tino. So, der Pilgrim darf jetzt hier währenddessen schon fressen, während die anderen hier in der Halle schon fleißig sind. Mücke wird jetzt auch schon geputzt und ihm werde ich jetzt einmal noch die Mähne einflechten. Pilgrim ist fertig eingeflocht. Nun, falls sich vielleicht jetzt jemand fragt, wieso er heute nicht beim Freispringen mitmacht, war eigentlich der Plan. Nur leider ist seine Lahm halt wieder schlechter geworden. Deshalb kommt am Donnerstag auch noch mal eine Tierärztin zu ihm, die auch eine osteopathische Ausbildung hat. Er ist ja vor einem Monat ist es uns das erste Mal aufgefallen, dass er eben wirklich deutlich lahm ging. Dann war die Tierärztin noch da, hat alles durchgeröntgt. Er hat super Röntgenbilder und die Lahmheit-Mäuschen, die Lahmheit kam vom ISG aus. Daraufhin haben wir dann unsere Osteo da gehabt, die hat das Ganze behandelt und es ging dann auch deutlich besser. Nur jetzt ist es eben wieder schlechter geworden. Unsere Osteo hat leider erst in 2 Monaten den nächsten Termin frei. Das Problem ist, wir fahren eigentlich in 1,5 Wochen Wanderreiten. Das ist so blöd.
Und ich habe jetzt heute Morgen gefühlt alle Tierärzte, Osteopathen durchgerufen und habe jetzt echt eine erwischt, die eben am Donnerstag zu uns kommen kann. Eine Freundin hatte die auch schon und hat sehr, sehr positiv von ihr berichtet. Das heißt, ich bin sehr gespannt, hoffe einfach, dass uns die weiterhelfen kann. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, und ich hoffe einfach, dass unserem Wanderradurlaub nichts im Wege steht. Kleines Flitzepony. Entschuldigung, Mücke. Hier ist schon das Mäuschen und der ist jetzt schon fleißig gesprungen und die Mädels bauen jetzt hier gerade noch mal ein bisschen höher und dann filme ich euch vom Arthas auch noch was mit. Der Tino wartet in der Zwischenzeit draußen am Platz. Ist auch hier für, achso, wir haben jetzt auch hier für den Arthas das erste Mal einen Meter aufgebaut. Wow. Eigentlich sollte er das können, aber keine Ahnung, haben wir schon, ich glaube, wir noch nie gemacht. Let's try. Denn währenddessen fängt jetzt schon der Arthas an zu springen. Und wir gehen jetzt noch kurz so ein bisschen die Koppeln rauf zum Warmgehen. Dann am Reitplatz kurz ein bisschen warm longieren auf dem Trab. Und danach geht es dann direkt Volley weiter. Das ist echt so praktisch. Jetzt sind wir eigentlich so viert. Die Mädels, die alle mitmachen. Und das zahlt sich dann natürlich schon aus, wenn man sich da kurz was aufbaut. So, ich bin jetzt mit Tino in die Halle gegangen und zeige ihm jetzt einfach nochmal. Füße heben, alles zu Fuß. Wir haben hier zum Beispiel die Stangen jetzt alle nach unten gebaut und da darf er jetzt einfach mal vorsichtig ein bisschen drüber traben. Und dann interessiert es mich natürlich aber auch, wie gut und hoch er überhaupt springen kann. Ich habe das echt noch nie irgendwie bei ihm ausprobiert, habe keine Ahnung, was uns da heute erwartet. Mit allen Pferden und wir haben uns dazu entschlossen, weil es halt einfach, wie man sieht, nicht regnet, danke lieber Wetterbericht, dass wir jetzt noch mit allen Pferden ein bisschen grasen gehen werden. Der Pilgrim hat zwar heute schon so ein bisschen Angraszeit eigentlich hinter sich, aber wenn wir jetzt mit allen gehen, dann kommt er natürlich auch mit. Oh Gott, ich habe es verschrien. Jetzt fängt es zu regnen an, aber hält sich noch in Grenzen. Und wir sind jetzt einmal hier mit allen vielen Grasen. Die Kathi ist so lieb, die übernimmt den Pieps. Ja, dann grasen wir da jetzt im Regen an. Voll gut. Jeder da mit der Kapuze. So, mittlerweile sind ein paar Stunden vergangen. Wir haben jetzt uns gerade noch ein bisschen im Stüberl zusammengesetzt, haben unter anderem die Fotos angeschaut, die wir heute gemacht haben. Und jetzt dann auch noch ein bisschen was für
Pilsali Products gearbeitet. Und jetzt ist das eingetreten, was der Wetterbericht den ganzen Nachmittag vorausgesagt hat. Es schüttet in Strömen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal alle zum Auto sprinten. Ich hoffe natürlich... Moment, mein Lichtchen geht hier gleich aus. Ich glaube, ich habe mir das Knack gerade ein bisschen verrissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und gesund bleiben. Tschüss und Servus.